Heute für euch zwei Produkte im Test. Für die ganz Eiligen unter euch, hier in diesen kleinen zwei Probeflaschen, habe ich heute für euch mitgebracht. Von Nanolex das Washcoat und von CarPro das Hydro 2 Light. Das ist ready to use und das Washcoat werden wir uns noch hier zurechtmischen, habe ich schon soweit vorbereitet. Und die werden wir heute mal ins direkte Duell nehmen und schauen, welcher kann denn hier die bessere Versiegelungsleistung hervorrufen, welcher lässt sich wirklich am Ende einfacher auf die Fläche aufsprühen. Es lassen sich ja generell beide sehr leicht anwenden, einfach auf die komplett nasse Fahrzeugoberfläche aufsprühen und dann mit einem Hochdruckreiniger oder einem sehr kräftigen Wasserstrahl von der Haube runterspülen und dann habt ihr wirklich eine schöne Versiegelung. Jedenfalls sagen das die Hersteller und wir probieren das heute in dem kleinen Vergleich mal direkt für euch aus. Und wie immer schauen wir uns am Anfang nochmal die Lackfläche selbst an, damit wir auch einen effektiven Unterschied wahrnehmen können, wenn dann einer eintritt. Also ihr seht ganz deutlich, saubere Motorhaube, aber kein schönes Abperlverhalten. Ihr seht, der Wasserfilm zieht sich richtig langsam zurück. Hier vorne reißt es ein bisschen auf, aber hier müssen wir auf jeden Fall eine kleine Versiegelung aufbringen. Und deswegen haben wir die zwei Produkte mit, denn die können das auf eine sehr schnelle Art und Weise hier für euch erledigen. Und auch hier auf der Scheibe werden wir das direkt mit anwenden. Da sehen wir auch hier keine Scheibenversiegelung oder ähnliches drauf. Da würde hier das Wasser schon richtig rasant nach unten laufen. Dann bin ich mal gespannt, ob wir auch hier auf der Scheibe mit diesen beiden Produkten eine schöne Versiegelung erzeugen können. Ihr seht, läuft hier richtig langsam nach unten. Hier steht noch jede Menge Wasser drauf. Dann bin ich mal gespannt, wie die beiden sich schlagen werden. Und dann beginnen wir hier mit dem CarPro Hydro Light. Das ist gleich hier ready to use, kostet ca. für einen ganzen Liter dann, das ist hier die kleine Probeflasche, einen ganzen Liter kostet dann ca. 20, 22 Euro. Und das sprüht man hier auch direkt auf die nasse Fahrzeugoberfläche drauf und nimmt das dann mit einem harten Wasserstrahl wieder ab. Und das machen wir jetzt einfach mal. Dann machen wir hier die Motorhaube nochmal richtig schön nass. Ich bereite derweil das CarPro vor. Und dann sprüht ihr hier diese Fläche einfach ein. Mit dieser Probenflasche habt ihr wirklich einen sehr, sehr feinen Nebel. Und das soll ja bis zu 3 Monaten hier auf der Fahrzeugoberfläche anhaften. Und da bin ich echt gespannt und im Anschluss spült ihr das dann direkt mit einem harten Wasserstrahl aus. Und ihr seht, was hier schon für einen Effekt eintritt. Und das Schöne an diesen Schnell-Sprühversiegelung ist, dass man das einfach so schnell anwenden kann und dann auch das Ergebnis sofort bestaunen kann. Also nichts ablüften lassen, kein langes Auftragen. Und man hat sofort den Effekt. Und hier sieht man das auch nochmal. Hier auf diesen 3 Punkten, finde ich, ist die Leistung noch etwas schlechter. Und deswegen gehe ich einfach nochmal über diesen Bereich drüber. Und das kann man auch einfach nochmal machen. Und dann sollte sich hier schon ein besseres Bild einstellen. Ja, sieht man jetzt auch. Funktioniert auf jeden Fall besser. Und jetzt können wir auch schon das erste Ergebnis beurteilen. Tropfenbildung und Ablaufverhalten hat sich auf jeden Fall gebessert. Auch die Perlen vernünftig rund. Wenn wir mal hier ein bisschen Wasser auf die Fläche draufbringen. Zieht sich auch vernünftig zurück, bleiben zwar immer noch auf diesen Bahnen kleine Tropfen zurück, aber ein vernünftiges Bild auch hier. Der Wasserfilm reißt sehr schnell auf, also geht so Richtung GN Wet Pro, Shiny Garage, Wet Protector, da reiht es sich auf jeden Fall mit ein. Und auch nochmal hier in der Nahaufnahme, kleine Perlen laufen nach unten und ihr seht auch die kleinen Bahnen, die hinter diesen ablaufenden Wassertropfen zurückbleiben. Sind auch nicht so extrem ausgeprägt. Ihr seht hier diese kleinen Tropfen auf den Bahnen, aber die sind auf jeden Fall sehr winzig. Und das zeigt auch hier, dass die Versiegelung doch eine schöne Schutzschicht aufbringt und das erzeugt euch damit auch ein schönes Ablaufverhalten. Der Wasserfilm, ja, es entsteht effektiv gar kein Wasserfilm hier bei so einem Regen. Wir simulieren jetzt einfach mal so einen richtig kräftigen Regenschauer und das seht ihr dann, wie die Wassertropfen hier von der Fläche abperlen und es richtig schön nach unten läuft. Und auf der anderen Seite schauen wir uns jetzt das Nanolex Washcoat an. Das funktioniert sehr ähnlich, aber das müsst ihr auf jeden Fall verdünnen. Das ist nicht ready to use. Also hier im Schaumsprüher oder in der Schaumlanze könnt ihr das anwenden. Und da kriegt ihr auch die Dosierung, die steht hinten auf der Flasche drauf. Ungefähr 50 bis 100 Milliliter
auf 1 Liter Wasser bei Erstanwendung. Und wenn ihr das dann regelmäßig hier im Einsatz habt, sagt der Nanolex, dass ihr hier 20 bis 50 Milliliter für die gesamte Anwendung benötigt. Ihr baut euch dann einfach so einen gleichmäßigen Schutz, auch wenn ihr das immer wieder anwendet. Das kostet circa für 200 Milliliter 16 Euro und 500 Milliliter kosten 27 Euro. Denkt dran, ihr könnt das ja immer wieder noch verdünnen. Und ich habe mir hier eine kleine Menge im Altafoam 2000 zusammengestellt. Ihr seht, es ist wirklich nicht viel drin, weil aufgrund der kleinen Probenflasche, aber wir brauchen auch nicht so viel, weil wir ja bloß diese kleine Fläche hier haben. Und auch das sprühe ich mal hier auf die Fläche auf. Das ist auch so ein leichter Schaum, aber am Ende doch sehr wässrig. Also ihr habt jetzt hier kein Snowfoam, das sage ich jetzt auch nochmal dazu. Das ist dann hier wirklich so ein sehr, sehr flüssiges, leichtes Schaumbild, was hier entsteht. Und auch das wird dann direkt nach dem Auftragen von der Fläche runtergesprüht. Ja, schon erledigt. So schnell geht's. Und dann schauen wir uns auch hier erstmal den Überblick an. Wasserfilm reißt auch schneller auf als komplett ohne Lackschutz. Aber ich finde von der Gesamtleistung her, wir sehen jetzt auch nochmal hier an den etwas größeren Wasserfeldern, da ist es für mich so ein bisschen hinter dem CarPro Hydro Light. Und da das hier die Erstanwendung ist, machen wir einfach nochmal zum Test eine zweite Schicht drauf. Und beim zweiten Durchgang lassen wir das jetzt wirklich mal 2 bis 3 Minuten hier auf der Fahrzeugoberfläche drauf. Das hat sich auf jeden Fall was verbessert, aber hier sollte man doch das Ganze doch etwas hier an der Fahrzeugoberfläche drauf belassen, ungefähr 2 bis 3 Minuten. Und danach sprühen wir es nochmal ab und schauen uns dann nochmal den Effekt an. 3 Minuten sind vorbei. Dann schauen wir uns nochmal den Effekt an. Ja, und die Leistung nimmt auf jeden Fall zu. Man sieht jetzt auch nochmal, der Wasserfilm reißt jetzt wesentlich schneller auf als vorher. Ja, und auch bei etwas mehr Wasser sieht man das doch. Aber trotzdem bleiben hier so kleine Felder zurück, die sich langsam zurückziehen. Wir nehmen die beiden auch nochmal in den direkten Vergleich. Aber hier, wenn ihr das Washcoat einsetzt, dann auf jeden Fall ein bisschen an der Fahrzeugoberfläche belassen. Nicht sofort wieder runtersprühen, denn ihr geht ja so und so über das gesamte Fahrzeug drüber. In der Zeit kann hier vorne und an den anderen Flächen das Ganze hier einwirken und anhaften und dann einfach danach absprühen. Und jetzt im direkten Vergleich. In der Mitte natürlich komplett unbehandelt. Also der Unterschied wird auf jeden Fall deutlich. Rechte Seite beim CarPro. Richtig schöne, runde, kleine Perlen. Und beim Washcoat zieht sich immer noch der Wasserfilm zurück. Also von der Gesamtleistung her, CarPro für mich deutlich im Vorteil. Das Nanolex Washcoat hier deutlich schwächer, auch nach so einer Doppelbehandlung. Und damit schauen wir uns jetzt auch nochmal den Vergleich an den Scheiben an. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an der Scheibe an. Auch hier gehe ich jetzt einfach mal mit dem CarPro Hydro Light drüber. Und das wird ja direkt wieder runtergespült. Der Film reißt auf jeden Fall etwas schneller auf, aber er setzt für mich jetzt hier auf den ersten Blick keine Scheibenversiegelung. Ihr seht es auch hier, diese kleinen Wasserfelder, die brauchen auch einen Moment, bis sie sich dann zurückziehen. Auch hier bei etwas mehr Wasser, ja, von der Leistung okay, aber ich würde euch hier direkt auch zu einer richtigen Scheibenversiegelung raten. Und auf der linken Seite schauen wir uns auch nochmal das Nanolex Washcoat an. Ich sage es nochmal dazu, das erzeugt kein dickes Schaumbild. Das ist einfach so ein leicht flüssiger Schaumteppich, der sich hier drauflegt. Nochmal richtig gründlich einsprühen. Das lassen wir jetzt auch wieder für das beste Ergebnis so 2 bis 3 Minuten mal hier an der Fläche dran.
Auch hier wieder 3 Minuten vorbei und das Ganze auch mit einem harten Wasserstrahl runtersprühen. Ich gehe mal richtig nah ran. Und dann schauen wir uns das mal an. Auch hier finde ich, es ist ein sehr ähnliches Bild zum Car Pro. Also hier sind die Unterschiede erstmal nicht so stark. Wir nehmen die jetzt auch nochmal in den direkten Vergleich. Beide nochmal im direkten Vergleich. Aber jetzt wird der Unterschied auf jeden Fall nochmal deutlicher. Auch hier beim Car Pro sieht das jetzt wesentlich besser aus. Hier beim Nanolex haben wir wieder diesen kleinen Wasserteppich, der dann nach unten läuft. Also auch hier bei der Scheibe gewinnt für mich das CarPro Hydro Light. Einfach aufgrund der besseren Ablaufleistung, ihr seht es auch ganz deutlich, funktioniert wesentlich besser. Ich bin jetzt auch nochmal ganz nah an die Glasoberfläche rangegangen. Hier beim Nanolex Washcoat. Jetzt zieht sich dieser Wasserteppich zurück, bleiben kleine Tropfen zurück. Normalerweise kommt ja dann noch der Fahrtwind dazu. Also hier habt ihr auf jeden Fall noch so eine kleine Versiegelung, ist schon drauf, aber auch hier, das kann für mich nicht unbedingt mit einer richtig schönen Glasversiegelung mithalten. Auch hier beim Car Pro nochmal. Da sehen wir deutlich eine bessere Tropfenbildung. Es bildet sich auch gar kein großer Teppich aus. Ihr seht es ja auch nochmal, ich gehe mal richtig mit viel Wasser drauf. Also das kann auf jeden Fall schon gut mithalten, wenn ihr jetzt nicht die Lust und Zeit und das Geld habt, hier eine Glasversiegelung euch nach Hause zu holen. Dann könnt ihr ja auch eine schöne Versiegelung auf eure Frontscheibe oder auch auf die Seitenscheiben oder Heckscheibe drauf machen. Das funktioniert auf jeden Fall. Auch hier nochmal so ein kleiner Belastungstest mit einem ganz sanften Shampoo und der mechanischen Einwirkung des Waschhandschuhs. Auch hier sieht man jetzt, wie das Wasser schon aufreißt. Guck nochmal, wie belastbar hier das Washcoat nach der ersten Anwendung ist. Spülen wir den Überschuss an Shampoo noch runter. Und hier mussten auf jeden Fall beide doch jetzt schon deutlich leiden. CarPro für mich ein kleines bisschen besser, so von der Tendenz her, aber ja, herausragend ist das jetzt nicht mehr nach der ersten Wäsche. Auch hier nochmal, nachdem der Wasserfilm komplett abgelaufen ist. Ah, auch jetzt bilden sich hier richtige Wasserteppiche, also das musste jetzt deutlich leiden, schon nach der kleinen Wäsche. Und hier das Nanolex, das hatte auch vorher schon Wasserteppich ausgebildet und der klebt jetzt richtig an der Scheibe, also zieht sich wesentlich langsamer zusammen, musste auch nochmal deutlich leiden nach der kleinen Wäsche hier. Auch hier spüle ich das Ganze mal von der Fläche runter. Auch hier nochmal so ein kleiner Regenschauer beim Car Pro auf der rechten Seite. Ich finde, das macht eigentlich immer noch ein gutes Bild. Ähnlich wie vor der Wäsche. Schauen wir beim Nanolex nach. Man sieht ganz deutlich, auch hier der Wasserteppich definitiv größer. Jetzt nochmal komplett auf die Mitte und dann haben wir es auch schon geschafft. Hier, ihr seht es jetzt auch nochmal, immer im Wechsel nach links und rechts. Auf der linken Seite der Wasserteppich, der kann sich gar nicht abbauen. Auf der rechten Seite haben wir gar keinen Wasserteppich. Also ich denke mal, die Bilder sprechen für sich und da kann man schon einen guten Unterschied erkennen. Und damit kommen wir jetzt zu einem kleinen Fazit. Ja, 2 kleine Flaschen, aber ein Produkt hat uns hier in dem Test auf jeden Fall überzeugt und das war das CarPro Hydro Light. Das kostet ca. 22 Euro für 500 Milliliter und das könnt ihr hier wirklich easy to use direkt auf die nasse Fahrzeugoberfläche aufsprühen und dann mit dem Hochdruckreiniger oder an der SB-Box mit der Sprühlanze von der Fläche runterspülen und schon habt ihr eine Versiegelung drauf und das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Hier bei dieser kleinen Probenflasche haben wir wirklich eine echt extreme Zerstäubung. Das ist bei der großen Flasche, bei der 500 Milliliter Variante wesentlich besser. Da habt ihr auch nochmal einen größeren Sprühnebel. Also das hat
hat uns hier im Test auf jeden Fall besser gefallen. Deswegen haben wir es jetzt auf das gesamte Fahrzeug nochmal aufgesprüht und das Fahrzeug ist jetzt hier mit dem CarPro Hydro Light versiegelt. Dann kommen wir hier zum Nanolex Washcoat. Ihr habt gesehen, das hat uns jetzt auch hier in dem Test nicht so unbedingt überzeugt. Auch vom Verbrauch her finde ich das relativ hoch, wenn ihr bedenkt, dass hier ungefähr 200 Milliliter 16 Euro kosten und ihr sollt hier bei Erstanwendung 100 Milliliter schon einsetzen. Das heißt, euch kostet die Erstanwendung schon auf eurem Fahrzeug ungefähr ca. 8 Euro. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Rest drin. Das heißt, ihr könnt mit den nächsten 100 Milliliter noch genau zweimal das Auto waschen für ca. 4 Euro pro Waschgang. Also habt ihr schon nach 3 Wäschen schon 16 Euro ausgegeben. Natürlich wird der Preis ein bisschen besser, wenn ihr hier größere Gebinde euch zulegt. Aber ich muss sagen, vom Preis her ist das dann echt teuer. Und dafür hat die Leistung nicht überzeugt. Wenn es wenigstens auf derselben Ebene gewesen wäre wie das CarPro oder sich vielleicht sogar schon Richtung GN Redcoat oder Richtung Shiny Garage Red Protector in die Richtung orientiert hätte, dann könnte man vielleicht drüber nachdenken. Aber ich finde es einfach ein bisschen zu teuer und die Leistung konnte uns hier in dem Test nicht überzeugen. Deswegen unsere Empfehlung geht hier Richtung CarPro Hydro Light hier in dem Zweiervergleich. Und vielleicht habt ihr eins von den beiden auch schon mal im Einsatz gehabt und könnt berichten. Vielleicht hat auch jemand schon das Washcoat etwas länger im Einsatz und kann da auch seine Erfahrung mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und hier auch nochmal der Hinweis für die beiden Sachen. Ihr könnt diese auch auf versiegeltem Lack einsetzen. Das heißt, wenn ihr hier schon zum Beispiel einen Wachs eingesetzt habt, könnt ihr das noch oben drauf machen und noch ein bisschen zusätzlichen Schutz dadurch erreichen. Kommen wir auch nochmal zur Glasscheibe. Auch hier haben wir gesehen, dass das CarPro doch die Nase vorn hatte und nach dem ersten Waschgang musste das CarPro auch auf der Scheibe schon ein bisschen mehr leiden. Also das finde ich ist eher so eine Lackgeschichte, gefällt mir auf Lack wesentlich besser als auf der Scheibe. Und das Nanolex Washcoat musste nach einer Wäsche auf der Scheibe hier schon richtig leiden. Also das war auch nochmal so ein Grund, warum das hier in dem Duell ein bisschen abgeschlagen war. Und beide Produkte sind auch für alle Materialarten geeignet. Das heißt, sowohl auf dem Lack natürlich, auf der Glasscheibe, auf Kunststoff, auf Gummiteilen. Also ihr müsst da nichts abkleben. Das ist wirklich für das gesamte Fahrzeug gedacht. Und damit sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video, wenn ihr einschaltet, wieder. Und damit haut rein, Leute. Ciao.